Tschüss. Ciao. Nachts gehört die U-Bahn Schumann. Unter diesem Motto fand gestern eine musikalische U-Bahn-Besetzung in München statt. 1840 hatte Robert Schumann den Liederzyklus Frauen, Liebe und Leben geschrieben. Die 8 Lieder des Zyklus erzählen die Geschichte einer Frau über Liebe, Ehe, Mutterschaft und Schmerz. Die Stationen dieser Frau standen am 31. Mai 1989 für die 4 Münchner U-Bahn-Stationen Odeonsplatz, Universität, Münchner Freiheit und Scheidplatz. Das Konzept zu Frauenliebe und Leben wurde von Wim van der Kamer entwickelt. Er ist Architekt und Designer und arbeitet bei Archipel und Werpers in Holland. Durch die Aufführung in Stationen der U-Bahn nimmt das Publikum aktiv an einer Lebensgeschichte der Erzählerin teil. Die Kontinuität von Liebe, Heirat, Mutterschaft und Tod entspricht dem Faden der Züge, aber auch dem strengen Fahrplan. Es gibt keine Möglichkeit zu warten oder zu zögern. Der Tod ist unvermeidbar, das Leben ist wie eine Reise.